Kennen Sie die Hellewegs? Es sind die Geschichten um die kleinen Helden Schräubchen und Rädchen. Geschichten, die auf kindgerechte Weise in die Welt des Handwerks entführen. Im Buch sind die Hellewegs noch zu retten, nachzulesen. Außerdem gibt es eine ganze Reihe an Arbeitsmaterialien für Schulklassen der Stufe 3 und 4. Mit dabei eine CD mit Hellewegs-Liedern. Wie das Ganze eingesetzt wird, zeigen wir Ihnen jetzt im Beitrag aus der Grundschule in Koblenz-Lützel. Hey Leute, alles klar, Mann, was geht? Ich erzähl euch was, was wirklich gibt. In einem kleinen Wald weit weg von hier gibt es Menschen, die sind viel kleiner als wir. Tragen grüne Sachen und haben gelbes Haar. Schütteln sie sich, die werden nirgends verdammt. Das sind die Hellewegs, weißt du, sie lebt nicht mehr. Ja, das sind sie, die Hellewegs. Und so haben sie ihren Weg aus dem Hundertwasserwald in die Schulen gefunden. Die Arbeitsblätter der Literaturwerkstatt spielen nicht nur als Unterrichtsmaterial eine wichtige Rolle. Sie machen ganz einfach Spaß. Kinder können spielerisch ihre beruflichen Neigungen entdecken und das eigene handwerkliche Wissen austesten. Welche Berufe seht ihr da? Selina. Tischler. Was noch? Jennifer. Maler, Lackierer. Vitali. Und das sagen die Schüler zu den Hellewegs. Wie findest du die Hellewegs? Ich finde die Hellewegs ganz nett, weil sie lustig, gut im Handwerk sind, klein, flink und zu einem Löwenzahn werden können. Hallo, ich bin die Semira. Was gefällt dir am Buch besonders? Mir gefallen die Figuren und die Menschen gut und dass man von den Berufen etwas lernen kann. Welchen Beruf hast du schon kennengelernt? Ich habe schon den Maurer kennengelernt, den Maurer, den Architekt, Zimmermann, Maler und Lackierer und Raumausstatter und Tischler. Das Herzstück der Hellewegs ist das Abenteuerbuch von Kinderbuchautor Stefan Gemmel. Sind die Hellewegs noch zu retten? Ein Buch, das die Kinder ganz schnell in ihre Herzen geschlossen haben. Es entführt über die netten, spannenden Abenteuer der Hellewegs nicht nur in eine Märchenwelt, sondern informiert kindgerecht auch über Berufsperspektiven im Handwerk. Und natürlich lässt sich auch so sehr viel schöner das Lesen lernen. Sofort hat das Gesingen und Lachen auf der anderen Seite des Gebüsches ein Ende. Ist da jemand? Natürlich ist da jemand. Es sind die Hellewegs in Spielform. Und auch die haben längst als Lernstation ihren festen Platz im Unterricht. Vom englischsprachigen Handwerkermemory über das Mauern von Sätzen bis zum Handwerksquartett. Ein Fall für unsere Reporterin Christina Schmidt nachzufassen. Neben mir steht jetzt Thomas Kessler, das ist der Klassenlehrer der 4b. Thomas, warum verwendet ihr die Hellewegs im Unterricht? Also das Buch Die Hellewegs und die Literaturwerkstatt, die dazugehört, geben mir einfach die Möglichkeit, das Thema Berufsorientierung schon früh mit den Kindern zu behandeln. Und besonders die vielfältige Literaturwerkstatt gibt mir die Möglichkeit, den Kindern einen vielfältigen Einblick in die verschiedenen Handwerksberufe zu geben. Was macht ihr sonst noch so mit den Hellewegs im Unterricht? Also zum einen lesen wir natürlich im Klassenverband und auch mit Lesemüttern, das heißt in Kleingruppen, und nutzen eben das Angebot der Literaturwerkstatt, was sehr vielfältig, handlungsorientiert und fächerübergreifend ist. Also das heißt, es ist nicht nur auf den Bereich Deutsch beschränkt, sondern ich kann auch die Bereiche Mathematik, Sachunterricht, Kunst und vor allem auch Musik damit bedienen. Jetzt wird bald ein Hörbuch rauskommen von den Hellewegs. Wie hast du vor, das einzusetzen? Also ich stelle mir das so vor, dass wir, wenn wir ein Kapitel gelesen haben, das während der Literaturwerkstatt vielleicht nochmal laufen lassen, um das Gelesene nicht zu vergessen. Zum Beispiel. Auch könnte es Kindern, die beim Lesen Schwierigkeiten haben, vielleicht noch weiterhelfen, das Gelesene besser zu verstehen. Wenn ich ein Schriftbild habe und ich höre das danach nochmal im selben Text, dann ist da auch ein guter Zusammenhang halt eben zu sehen und zu verstehen. Und dann können die Kinder dadurch auf jeden Fall Vorteile haben durch das Hörbuch. Mit allen Sinnen beim Handwerk dabei sein. Und so geht es raus aus dem Klassenzimmer hinein in die Lernküche. Die Hellewegs sind nämlich auch klasse Konditoren und verraten in den Unterrichtsmaterialien das beste Rezept für einen saftigen Obstkuchen, den Hellewegs-Schmaus. Und so tauschen unsere Schüler ihren Füller gegen den elektrischen Rührer und werden zu kleinen Handwerkern am Backofen. Das Resultat der beruflichen Weiterbildung schmeckt nicht nur den Kindern, sondern auch ihren Eltern.
Bei mir ist Frau Wittbecker. Frau Wittbecker ist die Klassenelternsprecherin der Klasse 4b. Frau Wittbecker, die Grundschule Lützel und speziell die 4b geht mit den Hellewegs ja einen ganz neuen Weg der Berufsorientierung. Was sagen Sie dazu? Ich finde das eine sehr gute Idee, weil die Kinder auf spielerische Art an diese Berufe herangeführt werden und auch schon mal durch die Kurse, die an der Handwerkskammer angeboten werden, auch schon mal in die Berufe reinschnuppern können. Jetzt spricht Thomas Anders ein Hörbuch. Thomas Anders als Weltstar, was sagen Sie dazu? Das ist ganz toll, dass er auch hier in die Schule kommt und ich finde auch gut, dass er dieses Hörbuch macht, weil es auch für Kinder, die ein bisschen lesefaul sind oder auch Kinder, die sehbehindert sind, die Möglichkeit gibt, die Hellewegs kennenzulernen. Was sagt Ihr eigenes Kind dazu? Also die ist hellauf begeistert, hat auch jetzt schon wieder den Termin für den nächsten Kurs gebucht. Der nächste Kurs, das ist das Hellewegs Ferienpraktikum bei der Handwerkskammer Koblenz am 2. und 3. April. Ein buntes Programm aus 13 Workshops für Schüler der 3. und 4. Klasse. Das war's. Noch nicht ganz, denn die Hellewegs haben auch weiterhin ihren festen Platz in HWK-TV. Dann zeigen wir Thomas Anders und seine besondere Buchlesung in der Grundschule Koblenz-Lützel. Mit dem Hörbuch, das am 18. Mai erscheint, wartet ein weiteres Hellewegs-Highlight auf die vielen großen und kleinen Fans. Und auch hier hat sich Weltstar Thomas Anders engagiert. Übrigens alles ehrenamtlich, denn die Arbeit für die Kinder ist ihm eine Herzensangelegenheit. Infos und Bestellmöglichkeiten zu allen Hellewegs-Materialien gibt es im Internet unter hellewegs.de.